Entspannt euch. Bis jetzt läuft alles genau nach Plan. Das glaube ich gerne. Wir müssen nur noch die Leitern dort hinauf. Und wie sollen wir das bitte machen? Vertrauen, schöne Oralia, vertrauen. Wir befreien die Sklaven. Dann herrscht Chaos und wir erklimmen die Leitern lautlos wie Brabakudas. Einer von euch muss sich an den Wachen vorbeischleichen und die Käfige öffnen. Wer soll es sein? So, ich sage euch gleich. Diesen Kampf mache ich jetzt das vierte Mal. Also, ja, nicht den Kampf eigentlich, sondern ich probiere was aus. Ich habe immer zu ausprobiert und ich wollte schleichen. Ich möchte unbedingt schleichen und irgendwie hat es nie geklappt. Ja, es hat wirklich nie geklappt. So, am besten hat sich hier bewährt, jetzt so beim fünften Mal, Takati. Ich gehe. Sollte nicht lieber jemand mit Erfahrung gehen? Richtig, ein fliegender Fuchs sollte euch begleiten. Wen nehmen wir denn? Ja, und da nehme ich doch die Heilerin. Ach Kinder, dann gehe ich eben selbst. Soweit so gut, ne? So, jetzt habe ich gedacht, sprinte ich so ein bisschen hinter die Felsen. No, dann zieht mich ja keiner. Ich sag mal, falsch gedacht. Das ist... Ich zeige euch mal am Beispiel. Ich zeige es euch mal am Beispiel, was ich damit meine. Soweit, so gut, ne? Oder warte, ich gehe mal hier hin. Vielleicht besser. Alles noch im grünen Bereich. So, sieht mich auch keiner. Perfektement. So, jetzt wird's schon blöd. Jetzt gehe ich hier hin. Gehe ich jetzt hier hin? Kann sogar sein, sie sehen mich. Kann auch sein, sie sehen mich nicht. So am Anfang, na, habe ich es anders gemacht. Da bin ich hier hin. Da habe ich also so die, natürlich an die Mauer schmiegen, an die Felsen schmiegen lassen, ne? Bin erst hier hin, hat mich auch noch keine gesehen. Und dann bin ich hier rüber, katzenartig. Und sofort haben sie mich gesehen. Ja, hier, wenn ich hier stehe, sehen sie mich. 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 Traum, oder? Hier, komischerweise, sehen sie mich nicht. Das heißt aber noch nicht, dass ich, wenn ich jetzt mit der hier hingehe, dass sie mich dann nicht sehen. Doch, die sehen mich. Dann sehen sie mich wieder, ne? Also lasse ich die mal da stehen. Und gehe mit dem hier rüber. Na, soweit, alles in Ordnung. Jetzt müsste ich ja irgendwie noch mit der hier rüber. Nur gehe ich jetzt hier vor, sehen sie mich. Oh, ist so. Ist einfach so. Gehe ich mit der hier hin, sehen sie mich. Gehe ich mit der hier hin, sehen sie mich. Sie sehen mich immer. Na, also, sie sehen mich. Die Quintessenz des Ganzen ist, sie sehen mich. So. Pass auf, ich probiere mal trotzdem nochmal hier hin. Nur mal als Gag. Du öffnest und lässt mal die Sklaven los. Das ist auch so eine Schweinerei, dass ich hier die Sklaven... So, und ich gehe dann mit der hier hin. Dass ich die Sklaven hier rauslassen muss. Absolute Schweinerei. Lass dich gleich umbringen. Dann geht's schneller, ne? So, und jetzt... Ne, ich habe wirklich alles probiert schon. Ich habe schon alles probiert. Ich bin hier hinten, habe alle Sklaven aufgemacht. Und trotzdem, die hauen die Sklaven mit einem Mal, so mit einem Schlag dahin. Ein Schlag, tot. Oh, und dann bin ich so hin, hab's auch zu den Leitern geschafft, nur die kommen, die können hier mit, die können von hier bis hier,
Also von hier in der Mitte bis hierhin. Schaffen die es in einem Sprint, ne? Also manche einer hier. Und dann sind sie wieder in meiner Reichweite und dann komme ich nicht die Leiter rauf, weil ich ja dort, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Runden warten muss. So, also. Wie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Gehe ich jetzt hier zurück, ist ja Quatsch. Es ist immer Quatsch. Ich sag's euch, wie es ist. Alles, was ich jetzt mache, ist völliger Quatsch. Ist so. Kann man nicht anders sagen. Alles, was ich jetzt mache, ist kompletter Quatsch. Vielleicht gehe ich mal mit der hier rum. Wäre ja mal eine Möglichkeit. Es hat keinen Sinn. Ne? Es hat nicht den geringsten Sinn. Die sind zu stark. Viel zu stark. Viel, viel zu stark. Diese Sklaven schaffen es nicht, das aufzuhalten. Das sind die schaffen nicht lange genug, die aufzuhalten, dass ich hier an der Leiter warten kann. Haben sie keine Chance. Ne? Nicht die geringste. Da, jetzt haben sie mich noch umrundet. Ah. Naja, auf der anderen Seite, wenn sie einer umbringen, schafft es ja vielleicht doch mal eine kleine hier. Ja, das ist im Grunde. Köpft wie kopst. Ich wollte euch einfach mal zeigen, dass es nicht geht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Der hat noch nie so lange ausgehört. Normalerweise haben sie den schon 5-mal umkauen. Stirb endlich! Ja, wenn ich aber den jetzt... Wenn der umhaut... Das wäre meine letzte Chance. Wenn der tot ist und die Sklaven die lange genug aufhalten würden und die hier... aber... Ich ahne... Nee, wird nix. Also, das wäre die einzige Chance. Das wäre die allereinzige Chance. Wenn der hier lange genug die aufhalten würde, ne? Stirb endlich! Dass die hier rüber sprintet. Wollen wir nochmal noch... Doch noch so ein Ding... Dann lassen wir ihn einfach tot werden. Ne? Ach nee, der hätte schon tot sein müssen. Jetzt wirst du sterben. Naja, trotzdem. Wenn wir ihn jetzt umbringen, noch nicht ganz, aber in der nächsten Runde dann umbringen, dann ist die eine Runde schon da, ne? So, jetzt ist er hier. Kann der eigentlich schießen? Nee. Jetzt ist er hier. Jetzt kommt's drauf an, ne? Wie lange die sich da drüben beschäftigen mit denen. Jetzt kommt's drauf an. Wie lange beschäftigt ihr euch? Wie lange könnt ihr euch beschäftigen? So, der müsste jetzt gleich dahin sein, ne? Am besten wäre es, wenn sie in der Runde umbringen würden. Ja. Aber jetzt sich noch ziemlich lange mit den Sklaven aufhalten. Das wäre die günstigste Variante für mich. Dann hätte ich wahnsinniges Glück. Aber es kommt darauf an, ob ich vielleicht mit... Vielleicht hätte ich... Muss ich unbedingt mit Takate hier sein, ne? Kann natürlich auch passieren. Das ist natürlich die Frage. Noch beschäftigen sie sich mit den
Was nicht so schlecht ist. Wir haben ja immerhin noch zwei Sklaven hier. Oh, das ist ja eine Schweinerei, oder? Dass ich hier die Sklaven benutzen muss. Ich finde es eine kleine Schweinerei. Dass ich die hier als Köder benutzen muss. Ist nicht schön. Ist wirklich nicht schön. Ich finde ja das Spiel wirklich schön, aber das finde ich nicht schön. Irgendwie. Ja, bin ich zu moralisch, glaube ich. Ne? Ich glaube, da bin ich zu moralisch. So. Tja. Gehst du jetzt hier leider rauf? Da kommt er! Nein, 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 nein! Und beim nächsten Mal ist er da. Beim nächsten Mal ist er da, ne? Anstatt, dass er sich noch ein bisschen mit den Sklaven beschäftigen würde. Scheiße. Ich hab nichts gesagt. Ich gehe eins noch hin. Kommt! Beeilt euch! Dort oben ist das Zelt des Anführers. Darum kümmern wir uns. Ihr bleibt hier bei den Leitern und sorgt dafür, dass uns niemand belästigt. Ach so. Ach so. Ach, ich muss draufklicken. Ach, ich habe gedacht, ich muss... Ja, bin ich doof. Da war ich ein bisschen doof. Hier habe ich mich ein bisschen doof angestellt. Na Moment, wenn ich dann einfach nur draufklick. Ja, aber es dürfen keine Wachen in der Nähe sein, ne? Naja, trotzdem. Da brauche ich die Sklaven doch nicht zu befreien. Ich nehme alles zurück. Man schafft's auch anders. Also ich werde es euch jetzt nochmal zeigen, wie man es anders schafft. Man schafft's auch anders. Ohne dass man die Sklaven befreit und trotzdem den Leiter raufkommt. Indem er die hier wegluckt und einer. Na, da geht halt einer von uns drauf, ne? Aber. Ist mir lieber, als wir die Sklaven. Hm, alles klar. Okay, na ja, gut. Ach so, man muss drauf. Ah, ich hab gedacht, man muss nur hier stehen und muss dann warten. Okay. Das große Zelt dort trägt das Familienwappen der Cougars. Nach allem, was ich gehört habe, ist Theseo ein Feigling. Falls er merkt, dass er verloren hat, wird er fliehen. Sorgen wir dafür, dass er nicht weit kommt. Was macht denn ihr da drin? Was muss ich denn jetzt hier tun? Hallo? Das ist hier unsere Truppe, ne? Takati war ja tot, deswegen sieht er ein bisschen... Ah, und der hat natürlich ja seinen Heiltrank verbraucht, dummerweise, was er nicht hätte brauchen müssen. Das habe ich jetzt hier ein bisschen... Jetzt habe ich einen Heiltrank verblödelt. Ja, das war meine Schuld. Da habe ich nicht aufgepasst. Ne? Habe ich nicht aufgepasst. Das war... Ist, ja... Vergesst den Kampf, den Folgen. Vergesst ihn einfach. So, wir haben jetzt hier... Wir haben hier noch einen. Hier... Dort hinten was? Das könnte nützlich sein. Dort, ist mir da drin, da? Ich blicke jetzt nicht ganz durch, was wir machen müssen. Das könnte nützlich sein. Wenn wir einfach nur darüber müssen, ist es doch... Was ist dann das Problem? Könnte man doch sogar hier hinten rum... Nee, hier rum. Hm, probieren wir mal. Ich stell mich mal hier hin. Hau dem einer drauf. Und werf den mal nieder. Wir haben wieder unseren Zauberer dabei. So, du wartest mal, bis dich der Zauberer geheilt hat. Und du stellst dich mal hier hin. Und haust dem einen mit deinem Hammer drauf. Dürfte ja eigentlich, müsste ganz gut sein, ne? Du, mein Freund, heilst... Ups, heilst. Und verbrauchst deine komplette Mana. Astralenergie. Oh.
Das könnte gefährlich sein. Du hast schon gar keinen Mana mehr, Astralenergie. Ich würde sagen, wir stellen uns trotzdem mal allen, was da ist. Kann man mal gar nicht so. Ja, ja. Das verträgt unser Zwerg. Obwohl, der Zwerg bräuchte auch mal ein bisschen was. Der bräuchte auch mal ein bisschen was. So, du könntest... Wartet mal. Den hier. Nimm mal den unter die Lupe. Mit einer Finte. Ah! Noch nicht mal Finte trifft. Ist ja blöd. Ist ja mehr als blöd. So. Dann. Naja, dann musst du. Mach mal. Oh, der ist ja immer noch am Leben. Und dann musst du noch mal ran. Ach ne, der hat ja noch ewig viel. Ah, oh, dann mach jetzt den Todesstoß, mir Gott. Und du haust ihm jetzt einen Hammer drüber. Ah. Super. Super. Genau. Richtig für dieses verrückte Zeugsbums. Ja, so, jetzt. Gib ihm nochmal. Gib nochmal Sympathie. Ein Boost. Oh, da. Ja, ja. Ja, das verstehe ich schon, aber wir haben ja Magieresistenz. Ein bisschen wenigstens. Mach mal Raserei. Vielleicht, ne? Vielleicht ganz gescheit. Kann natürlich auch sein, dass er unsere treffen. Dabei. Ist natürlich möglich. Eieiei. Jetzt sieht's aber gar nicht so gut aus. Dann... Ja, dann haut ihr mal eine rein. Der könnte langsam mal das Zeitliche segnen, ne? Du brauchst dann halt... Ach ne, du nicht. Entschuldigung. Dann... Ja, der da hier muss langsam mal das Zeitliche segnen. Oh. Sehr schön. So, du brauchst jetzt unbedingt einen Heiltrank. Du brauchst einen Heiltrank. Der hat ganz schön was auf Mütze bekommen. Ah, trifft er wirklich unsere, ne? Und da wird der nächste zu Eis. Da wird der nächste zu Eis. Hm. Ja, dann musst du auch nochmal... Oh Gott, nicht schön, was ich hier mache. Das kostet uns. Aber ich möchte den Kampf nicht nochmal machen. Das sind jetzt schon 3 Kämpfe hintereinander, ohne zu speichern. Und eigentlich müsste das Skyrim-Video freigeschalten werden. Weil es jetzt 19 Uhr ist. Ich komme aber leider nicht dazu. Weil, wenn ich jetzt hier den Kampf abbreche, dann muss ich nämlich alle Kämpfe nochmal machen. Jo, so sieht's aus. Was mache ich denn? Lauter Angst. Hauen wir noch die Schattenkriegerin am besten hin, ne? Hier hin. So. Du wirst dich mal um diese Frau hier kümmern. Ja, ja, von mir. Von mir aus. So, du, wartet mal, der, ach der,
Der ist hinüber, ne? Dann... Nee, wir gehen mal... Wir gehen mal hier rauf. Damit der sich hier mit dem beschäftigen kann. Ah! Das habe ich vergessen. Ah, das war nicht gut. Schaffen wir mal noch niederwerfen? Ja. Niederwerfen ist gut. In dem Fall. So, ich gehe mal mit dem ein bisschen zurück. Und gehe ich auf der drauf? Sehr schön. So, du gehst auf einen Hammerschlag am besten. Sehr schön. Nein! Du triffst nur wieder unseren. Ah, also hat er unsere Schattenkriegerin. Die hat zu gut. Keine gute Idee. Ja, eigentlich müssten wir die Zauberin da, ne? Naja. Aber da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Jetzt erstmal ein Zwerg. Den Zwerg. Der braucht dringend. Ich brauche das nicht. Du bist kurz vom. Du bist kurz tot. Vom Tod tot werden. Pass auf, dann gehen wir mal hier hin. Und, ach so, ja, kannst du nur. Ah, klar. Da steht er wieder auf. In, was macht er jetzt schon wieder? Ah, der Zauberer macht mich wahnsinnig. So. Hier bitte den. Mach nochmal wie niederwerfen. Ah, hat diesmal nicht geklappt. Dann Todesstoß. Schade. War mir aber irgendwie klar. Nee, halt. Geh mal trotzdem nochmal auf den da oben. Mit deinem Hammer. Schön. Genau, du kannst dich mit dem da unten auseinandersetzen. Oh, der Zwerg, der Zwerg, der Zwerg. Ja, mach, was du willst. Mach, was du willst. So, du nochmal den Zwergen. Kannst du nochmal? Nee, eins. Ah. Tschumann. Lass das, ich brauche das nicht. Ja, ja, du brauchst gar nichts. Das ist mir schon klar. So, du musst ein bisschen... Nee, halt, nicht mal hier. Geh mal hier hin. Und greif mal ein. Sehr schön. Die hauen aber ganz schön drauf. Hör auf mit deinem Heilen! Das ist mir klar. Das ist mir sowas von klar. Das ist mir sowas von klar. So, dann Todesstoß hoffentlich. Ah! Mist. So, Hammer. Ach, der ist wieder in... Ah, ich habe gedacht, der ist noch ein bisschen in Raserei. Wäre ja zu schön gewesen. Schaffe ich nicht, oder? Der da oben macht auch nichts mehr. Der Zauberer da oben ist auch ein bisschen für die Katz. Ja, dann... Ach, klar. Was kannst du noch? Eins. 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 Nee, du musst mithelfen. Du musst mithelfen. Und du musst auch mithelfen. Und ihr müsst alle mithelfen. Ich krieg einen. Die Zauberin hätte als erster dran glauben müssen. Ich krieg einen zu viel hier. Ich krieg echt einen zu viel. Absolut einen zu viel. Los. Mach doch jetzt. Komm, Wuchtschlag. Oh Gott!
Ich sag euch eins. Der wird wieder kalt, ne? Salf, Achtung. Ich sehe schon, wie er kalt wird. Der war kurz davor. Ah, er war kurz davor. Kurz davor. Blöde Zauberin. Zauberin hätte ich zuerst gemacht. Klar, trifft er uns. Schaffen es jetzt zwei? Schaffen es zwei? Nein. Schaffen es nicht. Keine Chance. Könnt ihr wenigstens machen.